Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ich nehme auf, oder? Ja, ich habe nur den Knopf nicht gedrückt. Alles klar, ich nehme auf. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's euer Sly. Ich habe mal gerade schnell wieder umgesockelt auf Altbekanntes. Wir schauen uns jetzt mal gerade die Karte an. Irgendwo müssen jetzt hier wieder tolle Seelen sein, die ich einsammeln muss. Dann machen wir das doch mal. Warum kostet der zweite Slot? Weil er mit einem Slot Op wäre. Ja, aber es wird Zeit für Op. Liebe Freunde, es wird Zeit für Op. Okay. Lass mal schauen, wie komme ich denn am schnellsten hier hin? Station der Königin, wa? Station der Königin. Dann komme ich da hin. Wenn ich hier bin, dann sollte ich mir den Ort da oben wieder hinlegen, um. Ja, in den Bienenhive muss ich. Ach, Station des Königs zu gehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das machen wir so. Ich glaube, das machen wir so. Hier ist Zote. Boah, Zote weiß ich noch nicht. Habe ich da heute Bock auf Zote? Zote war schon krass nervig. Zote war wirklich nervig. Egal, machen wir erstmal die Flammen. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja noch ein paar Folgen. Man möge mir die Tür öffnen. Wo wollte ich jetzt hin? Ich habe wieder vergessen. Toll. Beste Orientierungslei. Wir wollten zur Station der Königin. Weil der schnellste Weg dahin ist. Richtig? Es ist hier auch nirgendwo hier. Ist hier ein Durchgang? Ich bin gerade nicht sicher. Stadt der Tränen? Wir gehen mal gerade schnell Stadt der Tränen. Nur mal schauen, ob da ein Ding ist. Was war denn das? Stadt der Tränen ist Lagerräume der Stadt, ne? Glaube ja. Ich finde, die könnten viele Dreier-Charms gerne auf zwei runterregeln. Das wäre mega nice. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Nagel in den Boden, Junge! Danke. Und wir müssen jetzt den Hathaway Wind nach links. Das kann. Du könntest auch mal was tun, ne? Du stehst auch nur die ganze Zeit da und klopfst. Warum kann ich hier nicht nach links? Ist doch ein Weg durchgegangen. Ich verstehe das nicht. Hier wird mir. Also sieht so aus, als wäre hier ein Weg, der durchgeht. Ich hätte schwören können, hier geht ein Weg vorbei. Das ist jetzt der ganze Scheiß um doppelt und dreifach um nichts, ne? Dann müssen wir runter und über die Pilzöde rein. Okay. Dann gehen wir halt runter. Ich bin da nicht so. Ja, und mit Grimm, ich bin tatsächlich erstaunt. Ich habe heute echt gedacht, wir brauchen länger für den. Bin aber tatsächlich positiv überrascht, dass das so fix ging. Aber gut, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, auch schon 4 oder 5 Tode. So hart konnten seine Pattern jetzt nicht sein. Moin Jungs. Schön, dass ich aufs Maul kriege, aber ich brauche mal hier ein bisschen. Bisschen Speed. Bisschen durch. Hä? Wieso kann ich mich nicht daran erinnern, dass. Ein Wegsperrung war? Habe ich einen Shortcut hier nicht gefunden? Doch damals die den Preis dafür gezahlt. Hm.
Strange. Aber na gut. Wir sind ja nicht so. Pilzöde. Ich bin... Richtig, wir gehen als erstes hier hin. Und dann porten wir uns wieder hoch. Und dann porte ich mich hier zur Station der Königin. Und gehe dann hier rüber runter, um hier reinzugehen in den Bienenhive. Das wird noch ein Spaß. Und dann nachher über den Bienenhive hier hinzugehen. Ah, dann können wir unser Geld auch auf dem Rückweg hier mal reinschmeißen. Ich muss nur runter. Alles klar. Wir müssen nur runter. Die sind auch eigentlich so niedlich, ne? Die tun niemandem was zur Leide. Und ich klopfe die immer um die kleinen Pilze. Boah, die Dinger hasse ich ja übrigens auch wie die Fächer, ne? Was mich auch stört, mir fehlt halt das letzte Maskenteil. Ein Maskenteil, ein Dingteil, ne? Die habe ich nicht gefunden. Hier eins und da eins. Ich tippe, dass eins davon diese Blumenaufgabe sein wird. Ist eine Vermutung. Ob stimmt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Vermutung. So. Gut, dass ich mich hier auskenne und alle zwei Minuten reinschauen muss, ob ich es richtig mache. Ungewöhnlich, das Geld nicht mehr einzusammeln. Dass das Geld nicht mehr zu einem kommt, aber es ist halt nutzlos mittlerweile, weil. Ich brauche nur noch. Wofür brauche ich Geld? Für nichts. Ich glaube, ich habe alles. Ich kann Geld maximal in den Brunnen noch reinwerfen. Falsch. Warte, wieso sagt mir das denn keiner? Ich schon wieder. Ihr lacht euch ins Fäustchen und ich muss den Damage anstecken, ne? Kennen wir ja schon. So, jetzt müsste ich richtig sein. Mini-Pilze! Klopp die Mini-Pilze, klopp die Mini-Pilze. Richtig drauf. Heute, heute weichen wir einfach allen aus. Was nicht Safe Haven ist. Ich stelle das schon wieder fest. Ausweichkurs on the point bei mir. Qualitätsausweichkurs, wie ihr kennt. Guck mal, ihr braucht euch null umzugewöhnen. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich einfach jeden Scheiß mitnehme, wenn ich bei 3 auf dem Baum bin. Da müsste dann sein. Hey, guck mal. Ja, klar. Macht auch 2 Damage. Oh!
Ich wusste, warum ich den Scheiß gemacht habe. Noch bevor ich verrecke. Das war clever. Ich hab das schon kommen sehen. Ich dachte, fuck it, nimmst den Damage. Aber setz dir den da gerade noch hin. Das lasse ich mir auch so. So, und was ich jetzt mache, ist hier den an der Ecke hinsetzen. Um sicher zu sein, dass ich ihn auf jeden Fall... Oder? Alter, er tut halt richtig weh mit 2 Damage, ne? Ich find's schön, wenn ich im Chat gelobt werde für das war clever. Hier, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Ich hab... Chat, okay, wir befinden uns in meinem Gefühl jetzt am Ende. Ist das irgendwas Besonderes oder ist das einfach nur Just Saying? Ich hab keine Ahnung, was ist das für ein Charakter? Was kann ich damit anfangen? Ich möchte gerne hier jetzt gespoilert werden, bitte. Ich raff nicht, was das Ding hier ist. Kann mich bitte einer aufklären? Muss ich da irgendwas machen? Muss ich da irgendwas... Hab ich den Story-Teil schon verspielt? Also ich habe damit nichts anfangen können. Da bin ich beruhigt, weil... Weil er hat immer alles gespielt. Er kennt auch alles die Antwort. Ein Plan. Bin hier beruhigt. Wenn er zwei keinen Plan hat... Ey, und mehr als mehr wirst du jetzt aber auch nicht sagen. Weil für mich ist das Ding so, ich schaue das an und denke so, da muss doch was sein, weißt du? Gott, das war auch ein fucking guter Fight hier. Die Mantis Lords, das war der erste gute Fight. Hat mir richtig gut gefallen. Der war wirklich gut. Mittlerweile alle noch One-Hitte, ey. Ja, gib mir mal. Ich brauch ein paar Seelen. 1800 brauche ich, glaube ich, um meinen Nagel nochmal abzugraden. Das heißt, alles gespielt. Einmal durchgeführt, 125 Visern schauen, um das zu erreichen. Gut, dass das mein Let's Play ist. Und wenn ich der Ansicht bin, dass ich fertig bin, bin ich fertig. Ich werde hier sicherlich keinen 112% Run machen. Nope. Was ist denn jetzt der schnellste fucking Weg? Jetzt wirklich hier hoch? Holy shit, das ist der wirklich? Das ist echt doch die Ecke, in der einfach nichts drin ist. So niedlich, dass er auf die kleinen Objekte hier an der Seite hochgreift. Nein! Immer her mit eurem Geld, ich muss mich heilen. Und er scheint jetzt aber mittlerweile gut Damage zu machen, der Kleine, ne? Ich mag den immer mehr. Hoch Sly.
Ja, ich weiß, die Folge ist vorbei. Hopp da. So. Ich würde sagen, irgendwas fehlt da doch. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie die Zeit vergeht, ne? Ja, Sly.